Willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns im neuen Kia EV6, ja, im Süden Spaniens unterwegs, heute in Richtung Marbella. Das wird wahrscheinlich das schnellste Video in der Geschichte von Quick and Dirty, denn Grüße gehen raus an Lufthansa. Wir sind hier mit 4,5 Stunden Verspätung angekommen. Wir wollen jetzt einfach mal kurz losfahren. Wir haben jetzt ungefähr noch irgendwie so 45 Minuten mit dem Auto. So richtig alles mir anschauen werde ich eh nicht können. Ein paar Eindrücke habe ich schon sammeln können. Eben auf dem kurzen Stück vom Flughafen auf die Autobahn direkt in Richtung Hotel. Da geht es jetzt auch in, oh Gott, in einer halben Stunde auch direkt weiter mit dem Programm. Ich habe hier gerade die Kamera aufgehängt und jetzt will ich mal versuchen, mich hier von diesem Parkplatz runter zu bewegen. Zurück auf die ursprüngliche Route und dann will ich nur mal so kurz ein, zwei Dinge zu dem Fahrerassistenzsystem zeigen. In 100 meters leave the roundabout at the first exit. Ja, das Navi ist hier auf Englisch eingestellt. Ich habe da jetzt auch gar nicht erst versucht, irgendwas umzustellen, denn dafür fehlt mir schlichtweg die Zeit. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, dass wir hier die letzten Meter noch schaffen. Und dann versuche ich noch mal kurz auf der Strecke gleich die Assistenzsysteme zu aktivieren. Wir haben hier das große Digitalcockpit mit den zwei Bildschirmen. Auf der linken Seite sehen wir die Assistenzsysteme arbeiten, beziehungsweise wir sehen eine Visualisierung der Assistenzsysteme, was für Hindernisse sind um uns herum, welche anderen Autos sind auf der Straße. Und was auch noch ganz... Keep right, okay. Oh, fuck. Sorry. Ich fahre einfach mal. Was man kurz eben gesehen hat, ist die Rückfahrkamera für den Blinker. Finde ich ganz interessant. Dann hat man hier im Display hat man dann links oder rechts nochmal einen Blick nach hinten. So. Now keep left. Wir wollen auf die AP7 Richtung Marbella. Ja, Kia EV6, die gleiche Plattform, wie sie auch der Hyundai Ioniq 5 nutzt und wie sie auch der Genesis GV60 hat. Ist so ein Stadt-SUV, leicht höheres Auto, coupéhafte Linie. Ich werde auch später noch mal ein paar Bilder von außen einblenden. Wir bleiben jetzt hier mit der Kamera während der Fahrt erstmal im Innenraum. So, wir blinken jetzt mal links und dann müsste man hier hoffentlich auf der Kamera sehen, was ich damit meine. So, jetzt hier sieht man jetzt nochmal ganz gut die nach hinten, die Kamera. Und der ganze Spaß funktioniert natürlich auch hier nach rechts. Jetzt sieht man hier nochmal ganz schön den Blick nach hinten. Vielleicht im Tunnel jetzt hier sogar noch besser. So, und hier machen wir jetzt auch mal über die Lenkradtaste die Assistenzsysteme an. So, Tempomat ist an und wir haben jetzt hier einen Lenkassistenten, einen Spurhalteassistenten und krasse Gegensonne hier. Ja, das Auto, ja, so wie man es eigentlich kennt von allen anderen Systemen auch, hält mich in der Spur. Hier über die Resume-Taste kann ich dann auch das Ganze wieder aus und wieder anmachen. Ich kann hier auch die Geschwindigkeit einstellen. Er macht es aber auch so, dass die Geschwindigkeit übernommen wird, die auf Schildern erkannt wird. Wir stellen ihn jetzt hier mal auf 120 manuell.
können dann unseren Fuß von Gas und Bremse wegnehmen, den Rest macht das Auto jetzt alleine. Lenkrad muss ich natürlich festhalten, nach einer gewissen Zeit, wir können ja mal kurz testen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, ja, sagen wir mal so 10 Sekunden, grob 10 Sekunden kommt die erste Warnung, dass ich doch bitte wieder ans Lenkrad greifen soll. Da nehmen sich ja die ganzen Autohersteller nicht wirklich etwas. Ist einfach so, dass es halt auch noch bei keinem Hersteller so ist, dass ich dauerhaft die Hände vom Lenkrad nehmen kann. Ja, was in der Arbeit ist bei dem einen oder anderen Hersteller, ist ja der Staupilot, so bis 60 km/h, dass ich dann wirklich Level 3 mäßig Hände vom Lenkrad nehmen kann, dauerhaft natürlich aufmerksam bleiben muss, übernahmebereit sein muss, aber dann kommt zumindest diese Warnung nicht mehr, immer wieder ans Lenkrad zu greifen. Die habe ich hier natürlich weiterhin. Wir haben hier oben im Fahrerdisplay, sehen wir einmal hier die eingestellte Geschwindigkeit, auch nochmal ein Symbol, was für eine Geschwindigkeit erkannt wurde. Jetzt gucken wir mal, jetzt kommt ein 100-Schild hier, ein spanisches 100-Schild, hat aber auch erkannt und hat auch übernommen hier 100 km/h. Man sieht hier nochmal die Symbole für Lenkradunterstützung, also Lenkunterstützung. Spurwechselassistent ist auch dabei, das heißt, ich kann Blinker antippen, das Auto guckt, ist hinten alles frei, macht den Spurwechsel dann selbst. Und wir haben hier den Spurführungsassistenten nochmal, also wenn ich hier ein bisschen drifte, kriege ich auch nochmal Warnung. Wir haben ein Head-Up-Display. Im Head-Up-Display sehen wir, hier nochmal der Hinweis, hinten links nähert sich ein Auto, da kommt es links neben uns und jetzt gerade fährt es an uns vorbei. Also auch das ganz cool. Wir haben hier nochmal so ein Rechteck, das ist das Auto vor uns, und was ich eigentlich eben gerade sagen wollte ist, Head-Up-Display, diese Information hier oben, diese Reihe an Symbolen haben wir auch nochmal im Head-Up-Display. Und wir haben hier nochmal so ein, ja, so ein Balken in der Ferne, den sieht man jetzt wahrscheinlich mit der Kamera überhaupt nicht. Das ist ein Indikator, ein optischer, der das Auto direkt vor uns markiert. Jetzt ist er gerade ins Display gekommen, also auf einer gewissen Distanz verschwindet er dann. Das Auto vor uns ist jetzt so 60 Meter entfernt und das zeigt uns einfach nochmal, was sieht das Auto. Das ist ein optisches Feedback für mich als Fahrer, um zu wissen, was sehen die Assistenzsysteme. Und ja, das bringt einfach so ein bisschen Sicherheit in das ganze Fahren rein, weil man einfach nicht so im Dunkeln gelassen wird. Ja, was hat denn jetzt das Auto eigentlich mitbekommen? Sieht es auch das, was ich sehe? Und dieser kleine Strich am Horizont, der direkt hinter dem nächsten Auto sitzt, im Head-Up-Display, hilft da ganz gut. So, wir machen jetzt mal den assistierten Spurwechsel. Und zwar tippe ich mal den Blinker links an. Okay, man muss dabei, ja, wie bei Mercedes und anderen Herstellern auch, also man muss dabei schon das Lenkrad noch halten. Wir lassen jetzt mal hier den Sprinter kurz an uns vorbei und versuchen wir das Ganze nochmal. Also wenn wir das Lenkrad nicht festhalten richtig, dann geht der assistierte Spurwechsel nicht. So, jetzt nochmal, ja, sehr schön. Also wir haben jetzt hier nicht selbst gelenkt, das war hier der Kia. Blinker antippen. So, und jetzt, wo hier die Strecke vor uns frei ist, geht er auch auf die 120, die hier von den Schildern erkannt wurden. Machen das nochmal in die entgegengesetzte Richtung, also Blinker nur nach rechts antippen. Wir sehen im Head-Up-Display einen Indikator für den Spurwechsel und hier auch nochmal. Und wieder hier diese schöne Rückfahrkamera-Animation und Spurwechsel selbst durchgeführt. Also es funktioniert eigentlich quasi einwandfrei, solange man das Lenkrad gut in der Hand hält. Ja, ansonsten, also tief ins Infotainment-System jetzt hier einsteigen, kann ich aus Zeitgründen nicht so wirklich, aber was mir aufgefallen ist, zumindest bei diesem Auto, ich weiß jetzt nicht genau, welche Ausstattung hier drin verbaut ist, bei diesem Auto geht Android Auto oder Apple CarPlay und in diesem Fall jetzt hier kabelgebunden über USB. Also als ich hier vorhin mal kurz probiert habe, ein iPhone anzuschließen, kabellos, das liegt jetzt hier rechts neben mir auf einer Wireless-Ladeschale, und als ich dann hier auf, gucken wir noch mal kurz, hier gehen wir mal ins Home-Menü. Jetzt hat man hier noch mal das Hauptmenü auch zu sehen. Als ich dann hier auf Phone Projection gegangen bin, sieht man, ah ja, please connect the phone that supports Android Auto or Apple CarPlay via an approved USB-Cable. Also er will ein zugelassenes USB-Kabel für, in dem Fall, Apple CarPlay. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, das ist hinten in meinem Rucksack.
bin ich jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass ich das jetzt hier benötige. Ich dachte, hier wird auf jeden Fall kabelloses Android Auto bzw. CarPlay unterstützt. Ist vielleicht eine Sonderausstattung, werde ich noch in Erfahrung bringen. Zumindest in diesem Testwagen funktioniert das Ganze nur kabelgebunden. Und ja, hier nochmal kurz das Hauptmenü. Wir haben hier Einstellungen zum elektrischen Fahren, Karte, Navigation, Telefon, Phone Projection, sprich das, was ich eben gerade zeigen wollte, Apple CarPlay, Android Auto, Voice Memo, Klimamenü, Radiomenü. Ah ja, wir gucken gerade nicht richtig auf die Straße. Es war kurz eine Warnung, dass wir so ein bisschen nach rechts driften. In dem Fall gibt es auch im Head-Up-Display und hier in dem Display eine Warnung, dass wir doch bitte so ein bisschen reinrücken sollen wieder. Und das Auto zieht uns aber auch in die Spur. Medienmenü, Valet-Mode, also sprich der Modus, wenn ich das Auto jemandem abgebe, der es für mich parkt, zum Beispiel im Hotel. Ich komme an, hier ist der Schlüssel, parkt das Auto bitte für mich. Und im Valet-Modus sind dann meistens so persönliche Sachen gesperrt. Handschuhfach ist dann manchmal auch noch abgeschlossen oder derjenige kann nicht an den Kofferraum. Quiet Mode weiß ich gerade nicht. Gehen wir mal kurz testweise rein. Ah ja, okay. Also im Quiet Modus wird Radiomusik nur auf den vorderen Sitzen abgespielt und die Lautstärke wird auf 25 limitiert. Klingt eigentlich ganz cool. Nette Idee. Ja, und die Einstellung, ja, werde ich jetzt während der Fahrt auch nicht überall durchgehen. Ist viel zu gefährlich während der Fahrt. Ansonsten gucken wir mal, also was ich sowieso schon hier mache, durch die Menüs zu gehen, ist jetzt schon nicht ganz so intelligent während der Fahrt. Ja, Display kann ich auch ausmachen. Ich kann die Home-Icons editieren, bedeutet, ich kann sie wahrscheinlich in der Position ändern. Ja, press and hold an item to drag it to another position. Ja, genau das, was ich vermutet habe. Und was haben wir denn hier oben noch? Ist das hier so ein Sprachassistent? Der Profil? Okay. Ja, ich bin natürlich jetzt ein Gast. Ich werde jetzt hier auch kein eigenes Profil hinterlegen. Wir lassen es mal auf Gast. Was haben wir hier oben noch? So dieses Kontextmenü. Ja, das Display Off. Das hatten wir gerade. Das ist so ein bisschen Android-mäßig. Also wir haben hier so einen Home-Button, so einen schönen. Und ja, Gastprofilkonto. Abstandstempomat hilft uns gerade dabei, dass wir uns hier so ein bisschen auf das Display mehr konzentrieren können als aufs Fahrgeschehen. Ja. In Spanien vielleicht nicht ganz so schlau. Habe ich schon gemerkt, dass es so ein bisschen abenteuerlich hier auf der Autobahn zurückgehen kann. In der kurzen Zeit, in der ich da bin. War schon öfters in Spanien, aber ist echt selten, dass ich hier mal mit einem eigenen, in Anführungszeichen, eigenen Auto rumfahre. Wir gehen jetzt mal wieder hier auf Navigation. Ja. Routenübersicht. Ja, das ist das, was wir wollen. Wir haben jetzt noch 20 Kilometer, Viertelstunde vor uns. Was kann ich noch zeigen in der kurzen Zeit? Hier unten ist eine Leiste, die finde ich noch ganz cool gelöst. Und zwar ist es so geregelt, dass man hier einen Umschalter hat zwischen Navi-Bedienung, also Infotainment-Bedienung allgemein und Klimabedienung. Ich finde ja, Klima sollte immer ausgelagert nochmal extra sein, weil eine der wichtigsten Einstellungsbereiche, die es im Auto so gibt, ich will da nicht durch 12 und 20 Untermenüs, um dann irgendwie meine Temperatur ein halbes Grad runter zu regeln. Deswegen hat sich Kia gedacht, okay, lass uns das so machen. Wir haben hier einen Bereich, ein Display. Sieht noch nicht mal unbedingt aus wie ein Display. Ist eigentlich ziemlich cool gelöst. Sieht aus wie irgendwie so eine statische Anzeige. Ist aber ein Display. Links und rechts dreht Drückregler für ja, Klimazone links bei mir, Klimazone rechts beim Beifahrer. Dazwischen Temperaturanzeige und so weiter, Sync, dass ich hier die gleiche Temperatur auf beiden Zonen habe. Aber hier unten, was ich eigentlich sagen wollte, ist dieser Umschalter. Und zwar, wenn ich jetzt einmal drauf tippe, dann habe ich hier plötzlich die Bedienelemente fürs Navi, beziehungsweise fürs Infotainment. Und dann kann ich hier auch Map, Navi, alles klar, Radio, Medien, Setup. Ich merke gerade, der hat auch Sitzklimatisierung, die ist gerade mit angegangen. Ah, habe ich gerade aus Versehen aktiviert. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, also Doppelbelegung dieses kleinen Displays hier unten. Und ich kann natürlich alles mit Touch bedienen. Oder hier habe ich so ein, in dem Fall jetzt im Navi ist es ein Zoom-Regler. Und hier auf der linken Seite, sieht man jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht, ist dann einfach nochmal Lautstärke. Mal ein bisschen lauter kurz. Alles klar. Okay, krasse Mucke hier am Start. Ja, Lautstärkeregler und
wenn ich jetzt wieder hier zurückgehe, Klimamenü, dann ist es aber wieder hier ein Temperaturregler. Also sprich kalter, wärmer und so weiter. Wenn ich jetzt hier rechts rumspiele, dann geht der Sync auch automatisch aus. Machen wir jetzt mal wieder an. Wir wollen aber keine 23 Grad, sondern ich sag mal hier, angenehme 20, sehr gut. Ja, das ist dieses Menü. Ah, wir sollen left bleiben. Aber bei 20 ist er mir ein bisschen zu laut von der Klimaanlage. Wir machen jetzt doch mal wieder nur 22. Ja, ich habe eben gerade aus Versehen die Klimaanlage, das Sitz ist aktiviert, wie man hier vorne sieht. Hoffentlich sieht man es, ansonsten ich blende nochmal ein Bild ein. Mittelkonsole ist so aufgeteilt, hinten Armauflage, davor ja, rechts so ein bisschen Kleinfach-Sammelei für Schlüssel, hier mein Media-Badge für das Event, ein Getränkehalter, wichtig, dann links daneben die Ski-Ladeschale für zum Beispiel in dem Fall jetzt hier iPhone 13 Pro Max mit Hülle drumherum. Halbes Pfund Handy, sehr groß, passt aber trotzdem noch rein. Ist auch noch ein Millimeter Luft links und rechts und in der Länge sind es auch noch ein paar Millimeter mehr. Also hier passen auch richtig große Smartphones rein, das ist schon mal ganz cool. Davor ist der, ich sag jetzt mal, Automatik-Wählhebel, also sprich Fahren, Neutral, Reverse, Parkkamera, Auto-Hold, ja, Parkbremse. Das Ganze so durchdrehen. Direkt davor der, ich sage jetzt mal, Power-Button, um Zündung zu aktivieren, beziehungsweise das Auto auszuschalten. Ah, er hat jetzt hier gerade ein 80-Schild erkannt. Das ist interessant, weil jetzt kommt direkt wieder ein 100-Schild. Hat er auch übernommen. Sehr schön. Ja, und ganz vorne am Ende von der Mittelkonsole sind die Tasten für Sitzklimatisierung, Fahrer, Sitzheizung, Fahrer, Lenkradheizung, Fahrer, und dann Sitzheizung, Beifahrer, Sitzklimatisierung, Beifahrer. Ich habe jetzt hier Stufe 3 aus Versehen eben aktiviert, als ich hier so ein bisschen rumgespielt habe. Es kann sein, dass man hier, ja, ich habe mich gerade ein bisschen dämlich angestellt, aber ich glaube, insgesamt sollte das im Alltag nicht unbedingt passieren, dass man das hier dauernd aus Versehen aktiviert, was hier vorne an Tasten ist. Hier legt man wohl die Hand am ehesten auf, als so wie ich es vorhin gemacht habe. Ansonsten an Anschlüssen. Wir haben hier noch, ich gucke gerade mal unten, zweimal USB, nee, einmal USB-A und einmal USB-C, ganz unten hier im Tunnel. Dann haben wir hier nochmal USB-C, ich lehne mich mal ein bisschen ins Bild, glaube ich gerade, und ein 12-Volt Zigarettenanschluss, also, Zigarettenanzünder. Ja, ansonsten Lenkrad, also alles, was ich hier gerade zeige, habe ich gerade selbst erst das erste Mal vor mir. Also ist so ein bisschen Learning by Doing live im Video. Deswegen nicht verwundern, wenn ich hier so ein bisschen hektisch, verwirrt, desorientiert unterwegs bin. Ich habe ja gesagt, es wird das Quick and Dirty Video überhaupt. Fahrermodi unten links am Lenkrad. Wir sind im normalen Modus, jetzt sind wir im Sport. Dann haben wir auch diese sportliche Optik direkt. Kurz mal testen, was kann Sport? Achtung. Ja, ist jetzt die Variante nur mit Heckantrieb. Es gibt den ja auch noch mit Allrad. Wir wollen natürlich nicht geblitzt werden, wenn es sowas hier gibt in Südspanien. Denk mal schon. Hier ist 80. Ja, wir fahren ja auf nur 80. Dann gehen wir mal hier Drive Mode. Was haben wir denn noch hier? Eco. Wahrscheinlich ist bei Eco auch die Klimaanlage ein bisschen in der Funktion eingeschränkt. Ja, ich merke jetzt direkt nichts davon, aber gehen wir mal einfach mal wieder in den normalen Modus. Ja, normaler Modus hier links. Geschwindigkeit, rechts Power Output. Dann haben wir am alles klar. Dann haben wir im linken Bereich des Lenkrads die ganzen Fahrerassistenz-Geschichten. Was haben wir denn hier noch? Kontextmenü. Ah ja, okay, hier können wir uns dann nochmal so, wie effizient fahren wir denn und sowas einblenden lassen. Ankunftszeit, Restkilometer zum Ziel, Luftdruck, Reifen. Und wieder hier das Assistenzmenü, ist glaube ich so das, was man standardmäßig am ehesten noch aktiviert hat, das Assistenzmenü. Im rechten Bereich ist dann Sprachassistent, Lautstärke, Telefon, Favoritentaste und Mode. Was ist Mode? Mode kann ich so ein bisschen
Press Mode Button on the Steering Wheel to toggle Media Mode. Sag mal, in Media Modi. Okay. Kann ich hier noch ein bisschen belegen. Habe ich jetzt hier nichts voreingestellt. Gehen wir mal wieder hier raus. Gibt es hier einen Home Button? Ich weiß nicht. Gehen wir mal wieder hier über den Home Button. Zurück zur Route. Also wir haben die Route auch immer noch mal im Head-Up-Display. Okay, er muss jetzt die Route hier noch mal laden. Ja, okay, weiter geradeaus. So, man sieht hier noch mal schön, wenn ich hier rechts blinke, die Kamera. Das finde ich eigentlich mit eins der geilsten Features. Ja. Ja, und dann hinterm Lenkrad, ganz normal hier natürlich Wischer und Blinker. Und es bleibt auch die ganze Zeit hier diese Kamera an sich. Solange ich blinke, bleibt die. Ist auch eben bei allen Geschwindigkeiten mit aktiviert worden. Also ist nicht nur so für Stadtverkehr. Funktioniert, ja, Blinker aus, Kamera aus. Ist natürlich super praktisch für tote Winkel und ja, vielleicht sehr flache Autos, die ich nicht sehe aus meinem krassen Stadt-SUV. Ja, insgesamt natürlich schon der Sicherheit dienlich. Now keep right. Okay. Lenkradassistent funktionierte jetzt eben gerade hier auch noch. Im Moment sind die Assistenzsysteme aus. Sonnenblende brauchen wir gerade nicht mehr. So, ich bin nicht mal gespannt. Wir sind hier schon wieder an so einer, ich sag jetzt mal, Mautstation. Autopista del Sol. Ah, für die Tunnel ist das hier. Okay, verstehe. Kenne ich aus Barcelona so noch nicht, aber da war ich auch extrem wenig bislang unterwegs. Hier ganz unten im Süden Spaniens war ich bisher noch gar nicht. Aber ist ja nicht unüblich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Darf ich jetzt einfach hier durch, oder? Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe gegen kein Gesetz verstoßen. Wir können ja jetzt mal hier auf den letzten. Wir können jetzt mal hier im Stadtverkehr nochmal die Assistenzsysteme anmachen. Wenn es überhaupt geht. Gucken. Geile Straßenführung hier auf jeden Fall. Ah, hier, sieht man nochmal schön die Kameraansicht mit dem Auto. Das habe ich natürlich auch so gesehen, das Auto, aber wer weiß. Ich sage jetzt mal, vielleicht so ein Radfahrer oder so ein, wie heißen die Dinger? Diese liegenden Räder, Liegefahrrad? Keine Ahnung. Sowas ist ja auch sehr flach, klein und verschwindet eher mal im toten Winkel. Also stellen wir das schon ganz sinnvoll vor, dieses Feature. Das ist die vierte Ausfahrt, okay. Da komme ich doch gerade. Okay. Now turn left. In 200 meters, turn left and then turn half right. Half right. Halb rechts, alles klar. Also wir haben hier noch 5 Minuten Fahrweg vor uns. Wir haben 18.22 Uhr und in 8 Minuten geht es zur Pressekonferenz zu diesem Auto. Also mein Ziel jetzt für den Abend ist, in 5 Minuten da anzukommen. Now turn left and then turn half right. Eigentlich mich noch frisch zu machen und dann an dieser Pressekonferenz wirklich teilzunehmen. Also ich glaube, eine von den beiden Sachen fällt aus und ich vermute, es ist das aufs Zimmer gehen und nochmal kurz frisch machen. Aber ja, super schneller erster Eindruck zum Kia EV6. Ich bin aber nicht der Letzte mit diesem Auto. Ich glaube, zwei hinter mir ist noch einer.
Vielleicht kann ich mir doch erlauben, ein paar Minuten später zu kommen. Solange man nicht der allerletzte ist. Ja. Fährt sich ziemlich gut. Ich war jetzt hier effektiv irgendwie so 40, 45 Minuten mit dem Auto unterwegs. Das war ganz anders geplant. Wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus an die nette Lufthansa. 4,5 Stunden Verspätung muss man auch erstmal hinbekommen. Flug annulliert aus organisatorischen Gründen, was auch immer das bedeutet. Aber für mich bedeutet das, dass ich 4,5 Stunden zu spät gekommen bin. Aber immerhin kann ich dieses Auto noch mal kurz fahren. Wir wollten auch mal sowas wie ein Kia zeigen. Eigentlich wollten wir mal den Hyundai Ioniq 5 fahren. Dazu gekommen ist es bislang noch nicht. Ja, jetzt ist halt der Kia EV6 geworden. Ist ja im Prinzip das ist derselbe Mutterkonzern dahinter. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, in 200 meters leave the roundabout at the second exit. Wir wollten einfach mal was anderes fahren als immer nur deutsche Hersteller. Die, ja, ich sag jetzt mal, Kritik im Forum stößt bei uns ja nicht auf taube Ohren. Von daher, ja, ein erster Fahreindruck zum Kia EV6. La Quinta, spricht man das so aus? In 100 meters turn right and then you will arrive at your destination. Ah ja, okay. West in La Quinta. Ist es immerhin nicht das West in Leipzig, ne? Also, now turn right and oder was, Chemnitz? So, wir sind am Ziel angekommen. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen ersten Eindruck gewinnen. Ich konnte es, auch wenn es nur sehr, sehr kurz war. Sag mal vielen Dank und bis zum nächsten Video.